Noch nie hat ein Projektor so viel Spaß gemacht. Noch nie hat uns ein Projektor so begeistert wie der XGMI Horizon bzw. Horizon Pro. Und die beiden Geräte nehmen wir heute mal genau unter die Lupe. Die unterscheiden sich auf dem Papier nur in puncto Auflösung. Wir werden uns aber heute genau ansehen, was das auch im Alltag bedeutet. Was es heißt, so ein portables Gerät auch als feste Installation vielleicht in seinem Wohnzimmer zu haben. Was man mit den Geräten alles anstellen kann. Und da werden wir Schritt für Schritt uns ansehen, wie die Installation ist, wie sich das Betriebssystem gestaltet mit allen Licht- und Schattenseiten. Und wir werden natürlich auch ausführlich auf die Bildqualität und auf den Sound eingehen. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Herzlich willkommen bei Heimkinoraum, eurem Fachhändler für Home-Entertainment-Lösungen, die begeistern. Heute haben wir also zwei besondere, super kompakte Beamer bei uns im Studio. Und tja, das sind LED-Beamer, All-in-One-Beamer mit einem Android-Betriebssystem. Und dann fragt man sich natürlich schon, ist das noch ein Gadget oder ist das hier schon ein ernstzunehmender Heimkinoprojektor fürs Wohnzimmer? Der Frage werden wir jetzt gleich auf den Grund gehen. Grundsätzlich unterscheiden sich die Geräte vor allen Dingen in einem Punkt und das ist die Auflösung. Während der Horizon eine Full-HD-Auflösung hat, finden wir hier 4K-Auflösung mittels E-Shift, also Ultra-HD-Auflösung, die wir hier wirklich auf der Leinwand zu sehen bekommen. Ansonsten sind die Geräte technisch gesehen wirklich gleich. Das heißt, wir haben lichtstarke 2200 Ansilumen mit LED als Leuchtmittel und das bringt zum einen nicht nur eine hohe Energieeffizienz, wir brauchen also wenig Strom, wir haben super reine Farben und wir haben auch die gleiche Haltbarkeit, wie wir sie von Fernsehen eben auch kennen. Also hier gibt es keinen Lampenwechsel mehr oder einen Verbrauch von Lampen etc. Das Gehäuse ist sehr kompakt und auch sehr hochwertig. Wir haben also rundherum so ein Aluminiumgitter. Das sieht hier richtig schick aus, ist beim Horizon Pro in schwarz und beim Horizon so, ja, in so einem dunklen Silber-Anthrazit. Das sieht hier sehr wertig aus. Seitlich unter dem Gitter sind Lautsprecher mit drin. Hier ist also ein Harman Kardon Soundsystem, Stereo-Soundsystem mit integriert. Und rückseitig finden wir die Anschlüsse. Und hier ist auch alles mit drin, was man so braucht, um so ein schönes Heimkino zu betreiben. Ihr habt zwei HDMI-Eingänge. Der eine sogar mit Audio Return Channel. Man kann hier also durchaus noch sein Surround-System, Soundbar, Sony HDR9 etc. anschließen und bekommt dann hier auch den Ton raus in Surround. Man hat noch einen zweiten HDMI-Anschluss und dann kann man hier wirklich seinen vom Sky Receiver über die Spielekonsole alles nach Lust und Laune anschließen. Ein LAN-Anschluss ist hier mit an Bord. WLAN ist selbstredend bei so einem smarten Gerät auch mit drin. Zwei USB-Anschlüsse, optischer Tonausgang, analoger Klinkentonausgang. Ja, und hier ist noch ein Anschluss für ein Netzteil. Und das finde ich ein bisschen schade. Man hat hier noch ein externes Netzteil, das hier zum Einsatz kommt. Das geht wahrscheinlich nicht anders, um die Geräte so kompakt zu halten. Muss das wohl ausgelagert werden. Wünschenswert wäre hier eigentlich ein USB-C-Anschluss, ja, um dann mit einer performanten Powerbank vielleicht auch so ein Gerät zu betreiben und dann eben noch einen Schritt weiter zu kommen damit. Kommen wir zur Installation. Und das ist ein Punkt, der noch nie so viel Spaß gemacht hat mit einem Beamer. Denn man schaltet den Projektor einfach an, er wirft ein Bild an die Wand und dann kann man so eine automatische Trapezkorrektur starten. Dann scannt der Projektor mit einem Testbild die Wand ab. Hier vorne kann man sehen, das ist eine kleine Kamera, ist so eine Sensorik eingebaut. Damit sieht er genau, ob der Projektor scharf ist oder nicht, stellt die Schärfe ein, stellt die Bildgröße und auch die Bildposition ein. Also er schiebt das Bild genau dahin, wo Platz ist auf der Wand. Das ist so genial und zuverlässig und einfach gelöst. Da ziehe ich den Hut, das habe ich vorher in dieser Güte überhaupt noch nie erlebt. Und das macht natürlich besonders viel Spaß, weil ihr auf einmal den Projektor in
ganz vielen Bereichen nutzen können. Ihr müsst also nicht im Wohnzimmer auf einer fest vorhergesehenen Situation schauen, sondern ihr könnt das Ding mitnehmen. Ihr könnt im Schlafzimmer an die Decke projizieren. Ihr könnt im Zimmer der Kinder einfach irgendwo an die Wand ein Bild projizieren, im Treppenhaus. Das funktioniert natürlich auch wunderbar für eine Präsentation, wenn man also so ein Gerät im Business-Kontext mal sieht oder für eine Schule. Da gibt es also unendlich viele Möglichkeiten und dadurch, dass die Installation wirklich auf Knopfdruck automatisch so einfach funktioniert, ja, ist das hier extrem zugänglich. Wie funktioniert das Ganze? Tja, diese Projektoren haben kein mechanisches Zoom-Objektiv, denn das Ganze passiert digital. Bedeutet, man projiziert eigentlich ein zu großes Bild. Der Projektor scannt, wie gesagt, die Fläche und schiebt dann das Bild in der richtigen Größe an die richtige Fläche, um das maximal große Bild in der Situation zu erzeugen. Dabei haben wir jetzt in dem Fall zum Beispiel, da kann man das hier schön sehen im eingeblendeten Bild, rundherum so einen, ja, so einen grauen Bereich, der hier noch ganz leicht schimmert. Das ist im Prinzip nicht genutzte Fläche von dem Panel. Denn dadurch, dass wir einen digitalen Zoom haben, bleiben diese Bildbereiche einfach ungenutzt und wir nutzen nur einen kleineren Bereich des Panels. Und jetzt wird es interessant, denn mit einem Full HD kommen wir hier schon, je nachdem, wie viel Bildfläche wir nutzen, kommen wir hier schon an die Grenzen. Oftmals ist es nämlich so, wenn man von der Seite projiziert als Beispiel oder sogar ein bisschen stärker von der Seite, dann bleibt gerade mal die Hälfte der Bildfläche übrig, also die Hälfte der Anzahl der Pixel. Und dann wirkt ein Full-HD-Bild schon etwas pixelig. Also da spielt dann definitiv der Horizon Pro mit seiner 4K-Auflösung hier seinen Trumpf aus. Hier sieht man den Auflösungsvorteil immens. Und je flexibler ihr sein wollt, desto besser wird das mit dem Horizon Pro aussehen. Man kann natürlich ein bisschen entgegenwirken, indem man versucht, diese grauen Bereiche zu minimieren. Und das geht ja, indem man einfach das echt projizierte Bild bestmöglich ausnutzt. Also sollte man darauf achten, den Projektor möglichst gerade hinzustellen und möglichst so, dass er eben kein Trapez macht, also nicht schief steht. Übrigens, wenn man so ein starkes Trapez hat und korrigiert, verliert man natürlich nicht nur die Pixel, sondern man verliert auch die Helligkeit. Also nutze ich nur die Hälfte des Panels, habe ich auch nur die Hälfte der Helligkeit. Das war auch gemerkt. Das ist alles gar nicht schlimm. Wenn ihr mal schnell im Kinderzimmer euch was anschauen wollt, wenn ihr mal schnell irgendwie an die Wand was werfen wollt, ist das alles halb so dramatisch. Aber wenn ihr sagt, ihr wollt in der bestmöglichen Qualität einen Film genießen, dann ist das definitiv hier den Aufpreis wert, der Pro. Und dann nehmt euch auch die Zeit, um den sauber auszurichten. Ausrichten könnt ihr ihn zum Beispiel mit einem Stativ. Beide Geräte haben auf der Unterseite eine Stativaufnahme. Und da gibt es von Xjimi einen Standfuß, der auf dem Boden steht und hier eine schöne Höhe hat, den man sogar auch in der Höhe variieren kann über die Rohre, die hier mit dabei sind, wo man sind zwei Rohre dabei, da muss man auch nicht beide verwenden, man kann auch nur eines verwenden, dann kommt man auf eine niedrigere Höhe und bequem auch für den Tisch ist ein justierbares Tischstativ, wie so ein Tischfuß. Dann wird der hier dran geschraubt und dann kann man den eben sauber auf seine Leinwand, auf seine weiße Wand ausrichten. Diese digitale Veränderung bedeutet natürlich auch, dass er sich nur suboptimal eignet, um das bestmögliche Bild in einer festen Installation im Wohnzimmer zu leisten. Denn dort wird ja der Projektor normalerweise an die Decke gehangen. Er wird genau auf die Bildgröße ausgerichtet, mit seinem Zoom, mit seinem Lenshift auch in die richtige Position gebracht. Und das können wir natürlich hier nicht machen. Hier wird nur digital gearbeitet und deswegen eignet sich diese Art von Projektoren nicht unbedingt ideal für eine feste Installation an der Decke. Als Betriebssystem kommt hier Android 10 von Google zum Einsatz und das ist natürlich Weltklasse, denn es ist topmodern, es funktioniert super flüssig, alles auch akkurat und schnell, Texteingaben kein Problem und top habt ihr noch die Spracheingabe, wenn man also hier mal schnell nach einem YouTube-Clip suchen will oder eine App suchen will, geht das bequem per Sprache. Auch das funktioniert tadellos. Ihr habt Zugriff auf Googles Play Store und da findet man natürlich jede Menge Spiele, jede Menge Apps. Kritik gibt es hier bei Netflix.
Es sind wirklich alle gängigen Apps da, die könnt ihr installieren, die könnt ihr auch nutzen, außer Netflix. Ist auch da, kann man auch starten und sich anmelden, aber man kann nichts abspielen. Dieses Gerät wird nicht unterstützt, wird einem dann gesagt. Nun, man kann einen kleinen Workaround anwenden, und zwar indem man die App Desktop Manager installiert. Achtung, vorher bitte, falls ihr es schon gemacht habt, die Netflix-App deinstallieren. Dann den Desktop Manager installieren und in dem Desktop Manager, da ist nochmal drin die Netflix-App. Die müsst ihr da drin installieren und dann funktioniert das Ganze auch. Dann habt ihr Netflix für Kodi. Ich gebe zu, das sieht ein bisschen ungewöhnlich aus, aber eure Listen sind drin, eure Vorschläge sind drin. Es ist also wirklich alles da und da könnt ihr auch Netflix in einer tollen Qualität mit dem Projektor genießen und dann stimmt es auch wieder mit der All-in-One-Lösung. Kommen wir zum Bildtest. Was auffällt, ist, out of the box machen beide Geräte schon richtig Spaß. Man kann aber sofort sehen, dass der Horizon Pro einfach eine ganze Ecke schärfer ist. Der ist also so sagenhaft scharf, dass wir es schier nicht glauben konnten. Und das ist in dieser Leistungsklasse, bei diesem kompakten Gehäuse, was wir hier haben, wirklich einzigartig. Kenne ich also von keinem anderen Gerät in dieser Klasse, dass er so eine Bildqualität liefert. Die 2200 Lumen, die sorgen hier für richtig Punch, für richtig Helligkeit. Und so kann man auch durchaus am Nachmittag gut was sehen. Gerade wenn das Bild nicht so riesengroß ist, dann funktioniert er wunderbar auch am Nachmittag. Zugegeben, die Farben sind bei beiden Geräten nicht ganz akkurat. Sie sind aber schon out of the box so, dass es wirklich Spaß macht. Da können wir aber nachhelfen, wer so ein Gerät bei uns kauft, bei Heimkinoraum, der kriegt kostenlos von uns die Heimkinoraum Edition. Das heißt, die idealen Einstellungen, die ihr braucht, um die Geräte optimal zu betreiben, die kriegt ihr von uns direkt mit an die Hand. So ein Beamer soll aber nicht nur bei hellem Material am Nachmittag Spaß machen, sondern eben auch am Abend. Und da kommt es darauf an, wie gut der Kontrast ist, wie gut der Schwarzwert ist, denn je besser wir ein Schwarz darstellen können, desto plastischer, tiefer, realistischer wirkt das Bild. Was wir hier gut sehen können, ist, dass der Schwarzwert ziemlich gut ist und ich denke, das dürfte Benchmark sein. Besser wird es wohl in dieser Geräteklasse nicht gehen. Also das sieht wirklich ordentlich aus. Wir haben auch eine gute Durchzeichnung in dunklen Bildbereichen. Man kann aber abends, wenn es dann ganz dunkel ist, schon noch um das Bild diese grauen Bereiche noch sehen, wenn der Projektor schräg steht. Also das ist was, was ein bisschen auffällt. Ich finde das jetzt gar nicht weiter störend, aber es ist einfach so ein kleiner Nebeneffekt, der hier noch mit auftritt. Es gibt durchaus Projektoren, die einen besseren Schwarzwert machen, die noch wesentlich kontrastreicher auch aussehen können, aber dann sind wir wirklich bei den großen Heimkinoprojektoren unterwegs, die dann fest an der Decke installiert werden und nicht mehr so portabel sind. Auch das eingebaute Soundsystem kann überzeugen. Man hat hier also wirklich gemessen an der Größe, die wir hier haben, einen kräftigen, voluminösen und detaillierten, klaren Sound. Das macht also durchaus Spaß, um da mal mit den Kids schnell einen Film anzuschauen, um eine Präsentation abzuhalten, um mal eine Serie, eine Doku anzuschauen. Also das funktioniert, das ist klasse. Klar, Heimkino-Feeling kommt hier nicht auf und man muss auch bedenken, wo der Sound herkommt. Das heißt, für mich fühlt sich's am besten an, wenn er vor mir auf dem Tisch steht, dann kommt der Sound auch von vorne, also vom Bild her, dann ist das wunderbar. Steht er aber zum Beispiel hinter mir oder neben mir, neben dem Sofa hier mit diesem schicken Tisch, mit diesem schicken Bodenstativ, na dann kommt natürlich das Bild von vorne und der Sound von rechts neben mir oder hinter mir. Das ist etwas ungewohnt. In dem Fall würde ich auf jeden Fall eine Surround-Anlage empfehlen, die man hier ja ohne weiteres anschließen kann. Noch nie hat ein Projektor so viel Spaß gemacht. Einer für alle Fälle, den kannst du also wirklich in jedem Raum einfach hinstellen auf Knopfdruck. Das Bild an der richtigen Stelle mit Helligkeit, mit Leuchtkraft, genau wie man das haben will. Im Kinderzimmer, im Badezimmer, im Schlafzimmer, der funktioniert einfach überall. Und das eben auch am Nachmittag, 2200 Lumen mit einer tollen Bildqualität. Dieser Horizon, der hier schon richtig viel Spaß macht, dann, wenn es noch besser sein darf, ja, dann ist der Pro the one to go mit 4K-Auflösung, mit deutlich mehr Schärfe, was man natürlich sofort im Bild sieht. Und je größer man wird, desto größer ist dann auch der Unterschied.
Ja, und ich hoffe, das Video hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal aufs nächste Mal und bedanke mich fürs Zusehen. Ihr findet die beiden Projektoren natürlich wie immer bei uns im Online-Shop. Unter unten steht im Link, kommt ihr direkt hin. Und wenn ihr noch Fragen habt, ruft uns gerne an. Wir stehen euch mit Rat und Tat zur Seite. Dann könnt ihr den auch gerne telefonisch bei uns bestellen. Bis dahin, macht es gut. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.